Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Wir schauen uns heute Norton LifeLock 360 an, also den Virenscanner von Norton. Und zwar habe ich mir die Testversion für 30 Tage geholt und ich bespreche mit dir jetzt, was ich gut finde, was ich schlecht finde. Und ja, wir machen einfach einen kompletten Review von der Oberfläche und klicken uns einfach mal durch und schauen, wie das Ganze hier so läuft. Genau, ich wünsche dir mega viel Spaß mit dem Video und hätte ich fast vergessen, am Schluss des Videos gibt es natürlich noch einen Vergleich von der Erkennungsrate mit anderen Virenscannern. Also bleib bis zum Schluss dran. Und ja, ansonsten wünsche ich dir mega viel Spaß mit dem Video und let's go! Gut, dann fangen wir jetzt hier mal an. Und zwar sehen wir hier die Oberfläche. Die ist extrem schlicht gehalten, im Gegensatz zu anderen Virenscannern. Und ja, finde ich eigentlich auch mal ganz nice, mal etwas anderes zu sehen, denn die meisten sind ziemlich ähnlich, sage ich jetzt mal. Was hier leider schade ist, wir sehen jetzt nicht, wann zuletzt geupdatet wurde. Wir sehen hier nur, dass der Schutz aktuell ist. Das ist schon mal gut, dass das überhaupt dort steht. Und ja, aber muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich kenne es halt so von anderen Virenscannern, da wird halt angezeigt, ja, wurde vor 3 Minuten aktualisiert. Das ist extrem wichtig, dass der Virenscanner aktuell ist. Also wenn dein Virenscanner mal nicht aktuell ist, solltest du dir Gedanken machen und ihn möglichst schnell aktualisieren. Genau, dann würde ich sagen, fangen wir hier gleich mal mit Scans an. Das ist das Wichtigste. Und wir haben hier wie üblich einen Schnellscan, vollständigen Scan, benutzerdefinierten Scan und Aufgaben. Ich habe den Schnellscan mal durchgeführt. Das sieht dann so aus. Er zeigt uns an, wie viel er hier schon gescannt hat. Das läuft auch relativ schnell durch. Dann, was er erkannt hat und was nicht. Und ja, wo ein Eingriff erforderlich ist. Was ich hier cool finde, ist, dass wir hier, sobald die Elemente abgeschlossen sind, können wir den Computer deaktivieren. Was so viel heißt wie ausschalten. Das finde ich cool. Das vermisse ich bei manchen Virenscanner-Orten, hat es. Ist schon mal top. Genau, den Scan beenden wir jetzt mal wieder. Und ja, er sagt uns jetzt hier rot auch schön, dass das jetzt nicht so gut war oder nicht so cool. Denn ja, klar, ein Scan sollte natürlich durchlaufen. Dann haben wir hier auch noch verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel den Power oder Norton Power Eraser. Hier können wir uns auch mal kurz anschauen. Wir brauchen hier auch Adminrechte. Und das ist sozusagen ein schärferer Scanner, der mehr aggressiv vorgeht und auch eventuell legitime Programme entfernt, wenn es schlecht läuft. Ja, bei diesem Scan muss halt der PC neu gestartet werden. Das ist dann so eine Art zweites Betriebssystem, bevor Windows startet, um eben Bedrohungen besser zu erkennen, also Rootkits und sowas. Genau. Ja, das finde ich cool, dass das dabei ist. Ist auch nicht Standard bei Virenscannern, aber Norton hat hier gute Arbeit gemacht. Dann haben wir den Insight. Hier können wir uns aussuchen, welche Programme gerade eben laufen und welche Programme gescannt werden. Das dauert kurz. Genau, das hat jetzt ungefähr eine halbe Minute gedauert. Und wir sehen jetzt hier genau, welche Programme laufen und wie vertrauenswürdig die sind. Das finde ich extrem cool, wenn das Virenscanner immer haben. ESA zum Beispiel hat das auch. Wir sehen hier, viele Benutzer benutzen das Programm und Norton selbst hat es auch als vertrauenswürdig eingestuft. Was wir hier auch noch sehen, ist die CPU-Auslastung oder die ja, PC-Auslastung. Die ist hier beim Explorer zum Beispiel Mittel. Finde ich ganz schön, dass sie das hier auch noch reingebaut haben. Warum nicht? Ja, wir sehen alles vertrauenswürdig, schon mal ein gutes Zeichen. Wir können uns hier oben auch nochmal durchklicken und eben sehen, wie die Community das alles eingestuft hat und oder wie viele Dateien von die du verwendest auch bei anderen Leuten auf dem PC sind. Das sind 100%, weil das jetzt ein PC ist und eine virtuelle Maschine, wo noch nicht viel anderes drauf läuft außer Windows. Ja, dann sehen wir hier noch, wie viele bekannte gute Dateien gefunden wurden und wie viele bekannte böse Dateien generell, also jetzt nicht auf deinem PC. Und ja, ich finde die Statistik ganz cool für Interessierte,
macht das Sinn, meiner Meinung nach. Dann Diagnoseberichte. Hier können wir uns jetzt auch mal anschauen. Das dauert kurz, der scannt dann deinen PC und sagt dir, was jetzt hier nicht gut ist oder was gut ist. Hier ist alles top, zumindest mit Norton und so. Jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, wo ich mir ein bisschen Gedanken mache, weil Betriebssystem, dieses Windows ist schon länger nicht mehr aktualisiert worden. Ist zwar Windows 10, aber es ist eben nicht aktuell und Windows hat doch ziemlich viele Sicherheitslücken. Und ja, er hätte uns hier schon sagen können, dass wir mal unser Windows updaten sollten. Das finde ich schon angebracht. Schade, dass er das hier nicht gemacht hat. Machen anderen Virenscanner auf jeden Fall. Und ja, der Rest scheint in Ordnung zu sein, soweit man das hier beurteilen kann. Genau hier auch die Programme. VirtualBox ist auch nicht aktuell. Also es gibt halt andere Virenscanner, die zeigen dir halt an, dass deine Software, die auf dem PC nicht läuft, nicht aktuell ist. Und das fehlt mir hier ein bisschen. Schade. Ja, aber mein Gott. Schauen wir mal weiter. Was haben wir dann noch für Scans? Gar keinen mehr, haben wir alle durchgesprochen. Dann schauen wir die Live-Updates an. Und hier wird gerade nach Updates gesucht. Er installiert die auch. Und ja, wir sehen hier ganz schön, das läuft alles relativ zügig durch. Und wird auch schön visuell dargestellt. Genau. Dann breche ich das mal ab, weil das dauert jetzt zu lang. Auf jeden Fall macht er hier die Updates. Frag mich nur gerade, wieso er die nicht schon gemacht hat. Aber gut, das ist halt eine Installation, wo ich noch keinen Neustart durchgeführt habe. Ein Virenscanner ist erst meistens so richtig aktiv nach dem ersten Neustart oder halt komplett eingerichtet nach dem ersten Neustart nach der Installation. Genau, dann schauen wir mal hier, was im Verlauf so geht. Den habe ich jetzt auch gerade erst zum ersten Mal entdeckt. Und ja, wir sehen hier zum Beispiel, das finde ich cool, unsere Edge-Browser hat die CPU stark beansprucht. Interessant. Ja, kann man auf jeden Fall lassen. Ja, wir haben gesehen, ich habe gerade ein Backup gemacht. Firewall-Regeln wurden aktualisiert. Ja, gefällt mir gut hier. Das kenne ich auch so schön aufgegliedert oder so im Detail auch noch nicht. Also das haben sie wiederum gut gemacht. Dann SafeCam. Das können wir jetzt leider nicht testen, denn ich habe hier keine Kamera am PC oder in der virtuellen Maschine. Und ja, aber schön, dass es da ist. Ich gehe mal davon aus, dass es funktioniert. Es fragt uns eben, ob wir die Kamera freigeben wollen oder nicht, was bei Trojanern und so eben schon Sinn macht, so eine Sperre einzubauen. Hier können wir dann noch erweiterte Sachen einstellen, Netzwerkscans, E-Mail-Scans und so weiter. Oder eben halt auch ausschalten, wenn wir das nicht wollen. Genau, das war's hier auch schon. Dann schauen wir hier Internetsicherheit. Wir haben jetzt hier einen Kennwort-Generator und einen Passwortmanager. Auf die gehe ich in dem Video jetzt nicht ein, denn es sollte um den Virenscanner gehen und nicht um den Passwortmanager. Deswegen schauen wir uns die Browser-Erweiterung an. Die müssen wir selbst installieren oder wir werden hier durchgeleitet durch einen Guide. Und wir sehen hier oben dieser grüne Haken, das ist eben dieser die Erweiterung des Virenscanner oder Virenschutz von Norton und die zeigt uns immer an, ob wir gerade auf der sicheren Seite sind oder nicht. Klar, die eigene Seite ist sicher. Ich gehe mal davon aus, dass ihre eigene Seite sicher ist. Auf jeden Fall funktioniert es auch gut, das habe ich mir auch schon angeschaut. Ich habe jetzt leider nur ein Edge da, aber das funktioniert schon mal. Genau, Kennwortgenerator kennt ihr ja, falls ihr sichere Kennwörter generieren wollt. Jetzt kommen wir zum Backup. Das wird auch immer häufiger in Virenscanner eingebaut und Norton hat es hier natürlich auch gemacht. Wir können jetzt hier auf Backup ausführen klicken und er sichert uns jetzt hier die Notizendatei, also die hier. Genau, die wird in die Cloud geschoben und ja, danach können wir auch wieder anhaken nach dem Backup PC herunterfahren. Echt praktisch, falls man das vorm Schlafen macht. Wir können das Ganze auch hier wieder herstellen. Dann müssen wir das eben halt einrichten, was genau wir herstellen wollen und so weiter. Dann Backup-Sätze. Hier, das finde ich extrem cool, das Menü. Da haben sie sich echt Gedanken gemacht. Denn hier, was, wo, wann. Einfacher, finde ich, kann man es nicht machen. Denn
Was soll gebackupt werden? Bilder, Musik, Finanzdateien und so weiter. Wohin soll es gebackupt werden? Entweder auf eine eigene Festplatte, ins Netzwerk zum Beispiel, oder einfach in die Cloud. Wir haben hier 10 GB frei von Norton. Und ja, das ist relativ nice. Und halt wann's. Wir können hier selber manuell einstellen, wann das ausgeführt werden soll. Oder automatisch, wöchentlich oder monatlich. Genau. Gefällt mir gut hier dieses Backup. Auch sehr schlicht und einfach gehalten. Dann haben wir hier Leistung. Norton musste das, glaube ich, bringen. Oder es hat auf jeden Fall Sinn gemacht, das zu bringen. Denn früher hatte Norton Probleme mit der Leistung und dem Computer. Also wenn Norton drauf war, war der Computer langsamer. Ziemlich langsamer. Und deswegen haben sie, um das Image aufzubessern, also es ist nur eine Vermutung, eben hier diesen Leistungsmanager eingebaut. Und der ist auch echt cool, denn er tut hier unsere Daten defragmentieren, unsere Festplatte. Dann wird die eben schneller. Wir können Dateibereinigung machen, sowas wie CC-Cleaner, alle temporären Dateien löschen. Wir haben einen Startmanager, den finde ich auch immer ganz schön, den hat auch Chiedata drin. Wir können hier Sachen aus dem Autostart, also die Dinge, die beim PC mitgestartet werden, entfernen oder eben sie verzögern. Zum Beispiel für Gamer jetzt Steam oder Blizzard, damit es eben erst später geladen wird und dann hat man halt eben schneller einen schnellen PC nach dem Start. Genau, dann haben wir hier die Diagramme. Hier wird angezeigt, wie viel CPU-Nutzung verbraucht wird. Genau, Installation, Downloads, Optimierung, Erkennung. Und ja, das können wir eben hier auch mehrere Monate verfolgen. Genau, gefällt mir auch diese Diagramme. Und dann können wir noch meinen Norton anschauen. Da öffnet sich eventuell der Browser. Ja, nee, öffnet sich nicht der Browser. Wir haben jetzt hier verschiedene Zusatzoptionen noch, zum Beispiel CQVPN. Ist auch dabei, also wir können VPN verwenden, auf das gehe ich jetzt nicht ein. Und wie gesagt, der Passwortmanager, das ist eben hier so die Account-Oberfläche. Gut, dann schauen wir uns noch kurz die Einstellungen an. Ich werde das Ganze jetzt überfliegen, also die detaillierteren Einstellungen, denn das sind immer so viele, dass das den Rahmen sprengt. Und ja, hier nochmal zur Schnellsteuerung. Ihr seht hier unten das Norton-Logo. Und hier, wenn wir hier Rechtsklick machen, haben wir verschiedene Schnelloptionen. Ein Scan, ein Update zu machen und so weiter. Support anfordern, auch wichtig eventuell. Und hier können wir eben auswählen, was hier rechts unten angezeigt werden soll. Genau. Das finde ich cool, dass man das hier selbst entscheiden kann. Und ja, schauen wir uns hier mal Antivirus an, was wir hier einstellen können. Eben welche Scan-Mechanismen aktiv sind. Hier dasselbe ungefähr. Man kann E-Mails konfigurieren. Welche Skripte blockiert werden sollen. Das ist auch immer extrem wichtig, denn viele Viren kommen über Windows-Dateien, also Doc-Dateien oder Excel-Dateien. Und hier können die Skripte eben blockiert werden oder werden sie auch automatisch blockiert. Wie die Updates ablaufen sollen und so weiter. Wie gesagt, ich werde das jetzt hier noch schnell machen, weil das ist viel zu lang dauern würde. Gut, hier haben wir nochmal eine eigene Firewall. Das finde ich auch immer schön, wenn Virenscanner eine eigene Firewall drin haben. Hier haben wir auch die übliche WLAN-Sicherheit, SSL und so weiter. Die typischen WLAN-Angriffe werden hier halt blockiert. Ja. Hier haben wir auch wieder die Programme, ob die vertrauenswürdig sind, ob wir die zulassen wollen in der Firewall und können eben hier die Regeln anpassen. Dann haben wir hier nochmal den Browserschutz und ja, Programmsteuerung nochmal. Gut, was ich, gut, das ist jetzt nur bei dem Video so, aber was mich jetzt gerade irgendwie nervt, ist, dass ich jedes Mal wieder auf Einstellungen klicken muss, um den nächsten Register oder nächsten Kategorie zu öffnen. Aber hier sollte man eigentlich nicht allzu häufig rein müssen, also kein Problem. Ist halt nur wegen dem Video jetzt. Hier sehen wir den Anti-Spam und ja, das ist eben typisch. Wir schauen halt, da werden halt die Ports gescannt, für die eben Virenscanner sind. Gut, ich nehme alles zurück hier. Man muss einfach auf zurückklicken und nicht auf schließen. Okay, automatische Aufgaben, das finde ich auch immer cool.
Dann muss man sich eben um nichts mehr kümmern und man weiß, der PC macht automatisch alles, so dass es passt. Gut, Verwaltungseinstellungen. Hier können wir ein Passwort festlegen. Wir können die Meldungen, wenn die CPU stark genutzt wird, aktivieren, deaktivieren. Und ja, hier der Kennwortschutz, wie gesagt, eben noch ein paar andere Optimierungen. Dann können wir die Backup-Einstellungen nochmal anpassen. Nicht allzu spannend. Exploit-Schutz hier eben alle Exploits, klar, logisch, Java-Exploit und so zum Beispiel und was es nicht alles noch so gibt. Können wir alle aktivieren und deaktivieren. Das finde ich auch immer schön. Und SafeCam, das haben wir ja vorher schon gesehen. Hier sind eben dann die Programme, die auf die Kamera zugreifen. Also großen und ganzen gefällt mir das GUI ganz gut. Etwas anders, aber nicht schlecht, sondern gut meiner Meinung nach. Und wir sehen hier auch optisch alles grün, alles sicher, passt. Genau. Dann schauen wir uns jetzt auch noch die Erkennungsrate an. Okay, ich habe jetzt avtest.org angerufen. Cool, ja. Mal schnell durchklingeln. Und ja, wir sehen hier unten immer die Schutzwirkung und Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Und wir schauen jetzt mal bei Norton LiveLock und wir haben hier überall 6 von 6. Also Top-Produkt steht hier auch. Und ja, wenn wir hier draufklicken, können wir das Ganze uns mal im Detail nochmal anschauen. Und wir sehen hier, haben sie überall 100% bei Zero Days erreicht. Oder bei bekannten Viren haben sie auch 100% erreicht. Und jetzt sehen wir hier, wie schnell oder wie langsam der Virenscanner den PC macht. Und das ist alles eigentlich überdurchschnittlich. Genau. Wir haben hier verlangsamte Downloads, verlangsamte Ausführen von Webseiten. Hier ist der Durchschnitt 16%. Sie haben hier 8% geschafft. Da ist es 3%. Hier sind sie ein bisschen unter dem Durchschnitt. Beim Ausführen von Software sind sie 7%. Da ist der Durchschnitt 9%. Und Installation, gut hier bei Installationen sind sie ein bisschen langsamer als der Durchschnitt. Sind sie bei 23%. Und Verlangsamung beim Kopieren, da sind sie wieder im Durchschnitt. Genau, dann schauen wir hier die Benutzbarkeit. Gut, die haben wir uns jetzt eben gerade angeschaut, aber die meinen hiermit fälschliche Erkennungen. Und hier haben sie nur eine Datei falsch erkannt von 1000, na, von einer Million, über einer Million circa Viren oder Dateien und eine wurde eben als Virus erkannt, obwohl sie eben kein Virus ist. Finde ich völlig in Ordnung. Im Dezember haben sie sogar gar kein falsches erkannt. Hier auch überall, also Top-Erkennungsrate, keine Fehler, wenig Fehler. Und der Scan wurde im November, Dezember 2020 gemacht. Ja, es gibt leider keinen aktuelleren, aber ich denke mal, da wird sich nicht allzu viel getan haben bis jetzt. Und jetzt nochmal, falls dir Kommentar kommt, ich rieche ihn schon. Warum verwendest du Edge? Ganz einfach, ich bin in einer virtuellen Maschine und habe jetzt hier noch kein Chrome oder Firefox installiert. Außerdem habe ich ja unser cooles Norton Add-on. Ich bin also sicher. Genau. Ansonsten war es das hier. Wenn du noch Fragen hast, schreib gerne einen Kommentar drunter. Ich beantworte alles gerne. Ansonsten, wenn dir das Video geholfen hat, gefallen hat, gib ein Like. Abonnier den Channel für mehr IT-Sicherheit und IT. Und ansonsten würde ich sagen, schau auf Discord vorbei, schau auf Insta vorbei. Ja, und ansonsten wünsche ich dir wie immer einen wunderschönen Tag. Mach's gut und bis zum nächsten Video. Peace.